Gerade wohl. Hier, nee, kann man das noch mal? Hier, ah, genau. Die Lisa macht alles kaputt. Ciao, da will jemand raus. Hallo, piss dich. So. Also ich bin schon fertig mit der ersten Fuhre. Mensch, ist der am Sägen. Alter, Alter. Ja. Oha. Wie lange habe ich geschlafen? Schon ein bisschen. Ein paar Minuten hast du schon geschlafen. Powernap. Powernap. Ich fühle mich auch schon ein bisschen besser jetzt. Ja? Perfekt. Das ist doch die Hauptsache. Und soll ich dir was sagen? Gerade eben hat mir die Lisa geschrieben von gestern. Sag mal. Ob ich die Nummer von einem Abschleppdienst habe. Die hat ihr Auto schon wieder geschrottet, Mensch. Kann man nicht über Services rufen, Naja, genau. Abschleppdienst? Man kann da einfach ein Dispatch schicken. Ja. Das wusste sie aber scheinbar nicht.
Hast du ihr erzählt, ja. Ja. Übrigens, ich habe eine interessante Info bei die Stadttour bekommen, als ich bei der Einreise war. Kann ich dir gleich sagen, ich musste mal eben meine restliche Material holen. Erstmal ein bisschen was essen. Boah, ja, sehr gut. Was trinken. Also du passt aber auch auf, dass du genug isst und trinkst, ne? Neben der Arbeit. Natürlich, ja. Ich bin schon ein bisschen hungrig auf jeden Fall. Nach diese, wenn wir abgegeben haben, die Garn, dann hole ich mir was zu essen und zu trinken. Also, was ich erfahren habe, die Info war folgende. Und zwar gibt es anscheinend, habe ich gehört, im Krankenhaus eine Art Sensor oder Auto-Dispatch-System, dass wenn du ohnmächtig wirst, dass dann automatisch eine Dispatch-Nachricht an das Krankenhaus gesendet wird. Ah, okay, ja. Ansonsten musst du, glaube ich, sehr viel Glück haben, dass dich jemand findet. Okay, interessant, ja. Vielleicht können wir die Frau fragen, vielleicht weiß sie mehr darüber. Also die Frau da vorne. Yes. Ja. Oh. Hallo. Howdy. Ma'am, ich habe eine kurze Frage. Gerne. Sind Sie schon lange hier auf dieser Insel? Noch nicht lange. Haben Sie dieselbe Information wie ich bekommen, dass die Krankenhaus verkauft eine Armband oder ähnliches, was automatisch eine Dispatch sendet, wenn man ist bewusstlos? Nee, davon weiß ich nichts. Vielleicht können wir uns mal umhören in die Krankenhaus. Ja, machen wir mal. Weil wenn das wirklich passieren sollte, dass du bewusstlos wirst, Ja, das wäre klar. vielleicht ganz gut, ja. Ja, wäre nicht Aber, übel. Madam, Sie machen da ganz komische Bewegungen. Ich glaube, Ihr Arm, der hat ein paar Probleme. Ja. Mir ist aber nichts bewusst. Also, Ingo, ich weiß nicht, ob du dasselbe meinst, aber sie machen die ganze Zeit die Bewegung, als würden sie ihr Auto abschließen wollen. Genau. Sehe ich auch so. Also, ich habe bei mir nichts. Okay. Naja, gut, vielleicht. Also, ich meine, wir beide sehen das, ne? Aber vielleicht ist es ja. Vielleicht Kopfschmerzen oder so. Vermutlich, ja. Na. Wie lange sind Sie denn schon hier, wenn ich fragen darf? Seit letzte Woche Sonntag, sprich jetzt schon seit einer Woche. Oh, dann haben Sie schon ein neues Auto gekauft, ja? Yep. Wie teuer war? 5.800. Oh, das ist doch günstig. Das ist sehr günstig, ja. Und fährt sich besser als die normale Startauto. Ja. Vor allem, man fällt es nicht so leicht auf, weil es neuer, weißt du? Yes. Naja, kann natürlich eine Vor- oder auch eine Nachteil sein, ja. Natürlich. Ich habe vorhin schon hier mit meinem Kollegen Ingo darüber gesprochen, dass wir machen Baumwolle und wir haben gehört, dass ab und zu gibt es auch Überfälle. Und vielleicht sind die Leute ja etwas, wie soll ich sagen, netter zu die Neuankömmlinge hier in die Stadt. Vielleicht. Oder natürlich auch, sie wissen leichte Beute, aber. Ich glaube, einigen ist das auch ziemlich egal, ob man neu ist oder nicht.
Vermutlich, ja. Die Kriminelle ja, aber kennen vermutlich. keine Moral. So, Ingo, wie schaut's aus? Bist du fertig? Ich brauche noch 2 Minuten 40. 2 Minuten, alright. Ich gehe mal hier umdisponieren. Aber kurze Frage, wie viel geht denn eigentlich bei Ihnen so in den Kofferraum rein? Mehr als hier 30. den Easy, oder? Ja, bei mir gehen jetzt 30 Kilo rein. Na, okay, na, ich glaube, dann ist das ziemlich ähnlich. Ja. Oh, Ingo, hast du mir diese Kaffee gegeben? Ja, natürlich. Lass dir schmecken. Sehr lieb von dir. Lass dir schmecken. Ich trinke gleich eine. Oh, mir kriegst du auch noch was. Sehr gut. Dann ist wenigstens das grobe Verlangen schon mal gestillt. Ja, bis zur Stadt sollte ich auf jeden Fall noch aushalten. Auf jeden Fall. Und mit genug Kaffee kann ich die ganze Nacht wach bleiben. Das so gut ist. Naja, man muss auch mal etwas, wie soll ich sagen, man muss investieren, um Geld zu verdienen, nicht wahr? Das Wenn es stimmt. auch die Gesundheit ist. So ist das. Man sollte es nicht zu sehr übertreiben. Also, ich erinnere mich zurück an meine Opa. Er hat mir erzählt von den Zeiten im Minenlager. Er hat bis zu 14 Stunden gearbeitet, um seine Familie zu versorgen. 5 Kinder. Schon hart. Na gut, aber ja, vielleicht solltest du dann mal aufpassen, dass du keine 5 Kinder kriegst. Deine Sorge, darauf achte ich. Weil es ist ja bekannt, dass einem Kinder die Haare vom Kopf fressen. Buchstäblich. Du meinst so wie bei dir? So wie bei mir. Ja, dazu muss man wahrscheinlich erklären, ich komme aus Belgien und dann hatte ich schon eine Familie mit Kindern. Und ja, da bin ich dann eben mit Drogen und Alkoholsucht dann abgehauen. Ne? Also das spricht, glaube ich, für sich. Ja, dein Körper war großer Stress ausgesetzt. Ja. So, ich markiere mir schon mal die nächste Haltestelle. Genau, so, ich bin jetzt fertig und wir müssen dann aber jetzt in die Stadt, ne? In die Nähe von Los Santos Customs, ne? Yes. Genau. Okay. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen. Geht's. Oha, jetzt ist er hinter mir. Wollen wir mal schauen. Welcher skrupelloser fährt, um schneller anzukommen.